θέμα της διαδικτυακής μας συζήτησης είναι η μετάφραση ποίησης και οι δυνατότητες και οι αδυνατότητές της. Το πρώτο αδύνατο είναι φυσικά να εξαντλήσουμε το θέμα αυτό στο χρονικό πλαίσιο που διαθέτουμε. Θα επιχειρήσουμε όμως να θίξουμε κάποια βασικά ερωτήματα και να τοποθετηθούμε απέναντί μέσα από αυτό το ελληνογερμανικό παράδειγμα. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη λογοτεχνική μετάφραση γνωρίζουν ότι υπάρχουν ποικίλα και περίπλοκα ζητήματα που εγείρει η εργασία αυτή σε κάθε της βήμα, αλλά και το ότι πρόκειται για μια ατέρμονη συζήτηση που ουσιαστικά διαρκεί και διεξάγεται εδώ και αιώνες. Πολύ συχνά με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις που αφορούν τόσο παραδοσιακά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα το περίφημο ζήτημα της πιστότητας, όσο και μια γενικότερη στάση απέναντι στο μετάφρασμα ως στατικό τελικό προϊόν ή ως ανοιχτή διαδικασία, ως continuum δηλαδή. Είναι γεγονός ότι η ποίηση, περισσότερο από κάθε άλλο ίσως είδος λόγου, εγείρει ακόμα πιο επίμονα το ερώτημα, τα ερωτήματα του μεταφράσιμου ή όχι, της μεταφρασιμότητας. Ο λόγος είναι ότι σε έναν πολύ μικρό χώρο, σε έναν ελάχιστο χώρο, έχουμε μια μεγίστη πύκνωση περιεχομένου και μορφής. Άρρηκτη δηλαδή διάδραση ρυθμού, ήχων και διανοημάτων με όχημα τη γλώσσα. Έτσι, κάθε μεταφραστικό ερώτημα ουσιαστικά γύρει ένα ερώτημα ποιητικής. Das wird super. Θα είναι τέλεια. Aber αλλά was man vorher wissen muss. Αυτό που πρέπει να ξέρεις από πριν. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen. Und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild, es rauschte. Στις πιο ένδοξες μέρες μου υπήρξα αρκετά σεληνιασμένη και τρομερά ανήσυχη. Στα άκρα βροντερή και στέρεα, στην κορφή μου άγρια, έξω βούιζα. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch, ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem. Εγώ απολάμβανα και πέφερα συγχρόνως, διαρκώς. Γελούσα άγαρπα, μου έφτιαξα μια χήνα από παπιέ μασέ, με φτερά και πόλα. Dann holte ich tief Luft und stach zu. Ύστερα πήρα μια βαθιά ανάσα και την τρύπησα. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen. Und nicht wieder heil geworden. Έκανε μπαμ και έσκασε. Μετά βρώμαγε. Εγώ βούλιαξα. Έλειωσα. Περίπου στη μέση έσπασα στα δυο και δεν ξαναέστρωσα πια. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Περισσότερα δεν έχω να προσφέρω προς το παρόν. Das Erste, was mir einfällt, wenn ich diesen Film sehe, ist, wie sehr Übersetzung Verwandlung ist, kreatives Anverwandeln. Der Film vermittelt, finde ich, einen ersten Eindruck dieser Metamorphose, dieser verwandelten Stimme. Maren, du kannst kein Griechisch. Wie fühlt sich das für dich an, Marina zu hören? Ich meine, eben, man ist komplett auf die Ohren zurückgeworfen. Ich kann sozusagen nur dem Klang und nur der Rhythmik folgen. Aber ich finde es faszinierend, auch so oft ich mir das Video angucke. Ich habe die Vermutung, wenn man Marina und mich stimmlich exakt übereinander legen würde, dass die Phrasen, die wir sprechen, quasi die Takte, die Länge der Takte,
bis auf Millisekunden exakt übereinstimmt. Und das finde ich, also ich finde es faszinierend zu merken, bei einer Sprache, bei der ich von Semantik und Vokabular keinerlei Zugangsmöglichkeit habe, wie viel Vertrauen ich schon gewinnen kann, einfach nur dadurch, dass ich höre, wie eben einerseits der Rhythmus so sehr an meine Stimme, an mein Original sich anpasst und aber ich meine dann eben von da aus auch zu hören, dass so eine Art Melodieführung, wann geht die Stimme hoch, wann geht sie runter und erlauben, dass die Worte, die Marina sich gesucht hat, wenn das schon deckungsgleich ist, dann ist schon mal viel Vertrauen da. Danke dir. Und du, Marina, du befindest dich in einem Zwischenraum, weil du hörst und liest auf der einen Seite Deutsch und sprichst und schreibst Griechisch. Was passiert genau in deinem Kopf in diesem Moment? Kannst du uns vielleicht diesen Raum zwischen dem Moment, in dem das Original aufhört zu sprechen, bis du dann ihm eine neue Stimme verleihst, beschreiben? Also ich würde sagen, es geht zugleich um einen reinen sprachlichen und einen literarischen Vorgang. Also die beiden Sprachen, Deutsch und Griechisch, sind die ganze Zeit da und hallen sozusagen in meinem Kopf. Und wenn ich etwas übersetze, versuche ich, sie auf der gleichen Frequenz schwingen zu lassen. Man hat aber, wenn man übersetzt, nicht nur mit Sprache im Allgemeinen, sondern mit einem konkreten literarischen Text zu tun, also dem Originaltext. Und der Originaltext existiert schon als etwas Fertiges, Vollendetes, mit seinem Inhalt und seiner Form als eine Einheit. Und dieser Text, das Original, ist für mich überhaupt nicht still, auch auf dem gedruckten Blatt Papier, also ganz im Gegenteil. Er hat seine eigene Stimme, die sehr deutlich ist, die ich aber zuerst erkennen und erfassen soll, also bevor ich überhaupt mit dem Übersetzen anfange. Mhm. Das ist also der erste Schritt, sich zu öffnen für eine andere Stimme und sich dieser Stimme allmählich anzunähern. Und dann versuche ich, etwas Neues zu generieren in einer anderen Sprache, also Schritt für Schritt, Wort für Wort. Aber die Stimme des Originals ist immer da, also dient als Grundlage und zeigt mir den Weg und auch das Ziel, worauf ich hinaus möchte. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist bei dem Film, ist, wie das anfängt. Man sieht sozusagen euch wirklich in einer Interaktion, in einer sehr verbunden. Man sieht also die Übersetzerin und die Autorin auf Augenhöhe. Das ist, es ist ein Signal meines Erachtens, denn wir hören sehr oft davon, dass der Übersetzer immer nur der Schatten ist und die Stimme, die Stimme, die nur nachahmt. Also das ist so die alte, vielleicht traditionelle Auffassung des Übersetzens. Aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage immer mehr Achtung dem Übersetzen entgegengebracht wird als je zuvor. Und vielleicht spiegelt sich das sogar auch in den vielen Fördermöglichkeiten, die wir zumindest im europäischen oder im deutschsprachigen Raum sehen, der Übersetzung, sodass ich dich jetzt fragen wollte, Marina, ob du das auch so siehst, also ob du eine Entwicklung beobachtest. Ja, also ich finde die Bemerkung im Prinzip richtig und auf dem Video funktioniert das natürlich auf einer symbolischen Ebene, aber das war nicht zufällig, sondern Teil der Inszenierung, also das heißt absichtlich. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren was bewegt und die ÜbersetzerInnen in ihrer Rolle und ihrer Funktion von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen und ernst genommen werden. Und das kommt auch nicht von alleine, sondern ist zumindest hier in Deutschland, wo ich lebe und wo ich das beobachten kann, die Folge einer Reihe von Initiativen von verschiedenen Institutionen und Netzwerken. Vieles bleibt jedoch noch zu tun, glaube ich. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass viele Verlage nach wie vor es nicht für sinnvoll oder notwendig halten, also den Namen des Übersetzers oder der Übersetzerin auf dem Cover des Buches zu erwähnen. Oder wenn bei der Besprechung eines neuen Titels in einer großen Zeitung
der Übersetzer ebenfalls unbenannt bleibt. Also, als ob zum Beispiel Karl-Ove Knausgård oder Elena Ferrante, um jetzt einfach zwei bekannte Namen also der zeitgenössischen Literatur zu nennen, ihre neuen Bücher direkt auf Deutsch geschrieben hätten. Maren, du arbeitest auch als Übersetzerin neben deiner literarischen Arbeit. Willst du uns darüber etwas sagen? Genau, also ich bin anders als Marina quasi die klassische Quereinsteigerin. Allerdings können wir auch noch darüber sprechen, ob der Schritt tatsächlich vom eigenen Schreiben zum Übersetzen so groß ist. Zumindest in meinem Fall war das tatsächlich eine Zwillingspaarung, die sich daraus ergeben hat, dass sich jemand unsere Texte angeguckt hat und Verwandtschaften erkannt hat in der Rhythmik, in der Spracharbeit, in der Szenenauswahl. Also vielleicht auch auf eine Art eine Verwandtschaft gesehen hat, die sich gar nicht so eins zu eins benennen lässt und die ich aber in dieser Zusammenarbeit eigentlich bis heute spüre. Das tue ich jetzt etwa über 3 Jahre und ich übersetze eine Theaterautorin, die aus Israel stammt, also deren Muttersprache Hebräisch ist, die aber auf Englisch ausschließlich schreibt und fast ausschließlich an deutschen Bühnen aufgeführt wird, was auch nochmal eine ganz wichtige Besonderheit ist, glaube ich, weil Sivan Benishai, so heißt sie, ist quasi wirklich fast zu 100% auf mich angewiesen, weil es ihre Texte nur in meiner Sprache gibt. Mhm. Und wir haben auch ein ganz, ganz, ganz enges und auf Augenhöhe guckendes Verhältnis miteinander und klopfen jedes Wort ab und jeden Hallraum hinter jedem Wort. Und das ist genau eine sehr bereichernde Nebentätigkeit. Manchmal wird sie eben auch zur Haupttätigkeit. Es ist zum Beispiel auch so, während ich sie übersetze, schreibe ich nicht an eigenen Sachen und möchte eigentlich auch nichts anderes tun. Und es fühlt sich meistens so an, als würde ich mir wirklich so ihren Text, ihre Stimme, ihr ganzes, ihren Kosmos sozusagen wie so einen Socken über den Kopf ziehen und da reinkriechen. Und Marina, du bist eigentlich eine ausgebildete Literaturübersetzerin. Das, was Maren uns geschildert hat, führt mich tatsächlich zu dieser Frage. Wie siehst du eigentlich die Tatsache, dass so viele unterschiedliche Leute Literatur übersetzen? Also es gibt Leute, die es machen nur, weil sie Philologen sind. Es gibt Leute, die es machen, weil sie jahrelang Lektoren waren. Oder es sind natürlich tatsächlich die Lyriker selbst, die zum Beispiel Lyrik viel übersetzen. Oder eine ausgebildete Literaturübersetzerin. Willst du uns ein bisschen sagen, was deiner Meinung nach Vor- oder Nachteile von jedem Quereinsteiger oder eben auch nicht sein können? Also in meinem Fall war die Tatsache, dass ich 2 Jahre lang die Möglichkeit hatte, in der deutschen Abteilung von EKML, dem Europäischen Zentrum für Literaturübersetzung in Athen, das es leider nicht mehr gibt, Literaturübersetzung zu studieren, extrem hilfreich. Also ich habe dort von meinen Lehrern und Lehrerinnen, also die alle erfahrene Übersetzerinnen waren, sozusagen das Handwerk gelernt. Aber man braucht natürlich nicht übersetzen, studiert zu haben, um übersetzen zu dürfen. Also über die Vor- und Nachteile eines Quereinstiegs bin ich mir nicht so sicher. Also könnte ich jetzt vielleicht nicht so einfach nennen. Aber ich würde einfach sagen, also alle dürfen und sollen übersetzen, die übersetzen wollen. Einzige Voraussetzung, also sind nach meiner Sicht ein gutes Sprachgefühl für beide Sprachen, also Ausgangssprache und Zielsprache. Die Liebe für die Literatur und die Lust, mit und an der Sprache zu arbeiten. Aber klar, jeder findet seinen eigenen Einstieg und seinen eigenen Weg, sich weiter zu entwickeln und zu verbessern. Und man lernt natürlich viel auch durch die eigene Tätigkeit, so learning by doing sozusagen. Aber wenn man nicht übersetzen studiert hat, hat man nicht unbedingt von Anfang an diesen Kreis von Kollegen und Kolleginnen, mit denen man sich austauschen kann. Und diesen Austausch halte ich für sehr wichtig, also sowohl für die Anfänger als auch für die fortgeschrittenen Übersetzer.
Und daher so würde ich allen empfehlen, also die Weiterbildungsmöglichkeiten, von denen es mittlerweile genug gibt, in Anspruch zu nehmen, also an Übersetzungsseminaren, Werkstätten teilzunehmen. Das kann für einen sehr inspirierend, motivierend und unterstützend sein, denke ich. Es ist tatsächlich daran anschließend bei mir auch so, dass ich weiß gar nicht, ich wehre mich immer oder scheue mich davor, mich Übersetzerin zu nennen. Ich übersetze Sivan Ben Isha, ich bin ihre Übersetzerin, das kann ich inzwischen mit Fug und Recht und auch viel Erfahrung behaupten, aber es ist wirklich diese eine konkrete Stimme, die ich so gut kennengelernt habe, mit der ich so eng im Austausch stehe. Und wenn es zu anderen Übersetzungen kommt, dann ist es bei mir so, also die ich jetzt zum Beispiel eben kein Netzwerk und auch keine Ausbildung habe, dass ich mindestens eben so einen ganz intensiven Kontakt mit der Autorin oder dem Autor suche, um so dieses Backup herzustellen und auch einen Raum für Fragen zu öffnen, weil es gibt immer Fragen. Also selbst also der Satz, der einem am klarsten vorkommt, hat irgendwie noch Hintersinnigkeiten oder Kurven, die man so oder so übersetzen könnte. Das sind so Millionstel von Entscheidungen, bei denen ich genau, also ich kann das verstehen, was Marina sagt. Ich brauche auch immer unbedingt mindestens ein anderes Augenpaar, wenn nicht zwei, die da mit drauf gucken. So. Ich glaube auch, dass es wirklich trotz Studien, egal was man liest oder was man macht und auch mit viel Übung, man kommt zu dem Schluss, dass jedes Wort birgt neue Fragen und es ist jedes Mal eine neue Entscheidung zu treffen. Und das kann alles auf den Kopf stellen, was man bis jetzt gelernt hat. Das ist das Besondere und das sind alle wichtigen Entscheidungen, die die Übersetzer und Übersetzerinnen immer machen, bewusst oder unbewusst manchmal. Ulrike Dresner, die Übersetzung von Gedichten ist nur unmöglich, wenn man von hundertprozentigen Akten der Nachahmung träumt. Doch wer wollte das und wer könnte das auch? Also ich stimme der Aussage von Ulrike Dresner total zu. Also die Nachahmung ist, glaube ich, ein falsches Konzept oder ein falsches Ziel. Nicht nur, wenn man von Übersetzen von Gedichten spricht, sondern würde ich ein bisschen so provokativ behaupten, also von jeder Übersetzung. Aus dem einfachen Grund, dass sich die Sprachen voneinander unterscheiden, also dass die grammatischen und syntaktischen Strukturen, also die Redewendungen, die unterschiedlichen Sprachebenen und Nuancen von Sprache zu Sprache anders sind. Und vieles, was in einer Sprache oder in einem Text funktioniert, funktioniert es in einer anderen Sprache gar nicht. Also wenn man auf so ein Ziel wie das der Nachahmung verzichtet und stattdessen eher daran orientiert ist, Entsprechungen oder Äquivalenzen zwischen dem Original und der Übersetzung zu erstellen, scheint alles möglicher zu sein, sogar das Übersetzen Ja. von Gedichten. Der übersetzte Text soll im deutschen Sprachraum eine ähnliche Wirkung hervorrufen wie im originalsprachlichen. Das ist das, was die Translationswissenschaft Wirkungsäquivalenz nennt. Doch sollten Irritationsmomente auch erhalten bleiben, die für eine produktive Verunsicherung sorgen? Das wiederum, genau, würde ich jetzt eben zu 100% unterschreiben, zumindest den Teil mit der ähnlichen Wirkung und das sogar noch stärker fassen. Ich finde, es sollte eben möglichst exakt dieselbe Wirkung sein. Wobei, und das verbindet sich mit dem vorherigen Zitat, das glaube ich eigentlich nur dann erreicht werden, also es kann nicht durch hundertprozentige Nachahmung erreicht werden. Das kann sogar eigentlich, glaube ich, nur dann erreicht werden, wenn man sich von diesem fast sklavischen 1:1 befreit und eben nach den Spielregeln von einem Text guckt und nach der eigenen Grammatik, die da aufgebaut wird und nach der Haltung, die da transportiert wird und der Textur, die so ein Text hat. Also alle Dinge von Rhythmus und Klang bis hin zu Wortneuschöpfungen und Semantik und das eben alles nicht unter diesem Damoklesschwert. Es muss alles 1:1 übersetzt werden. Ich glaube eben, dann könnte man es auch in eine Google Translate Maschine einspeisen und
Ich weiß nicht, wer mit dem Ergebnis zufrieden wäre. Ich glaube, ich wäre es nicht. Und das steckt, glaube ich, hinter dem, also so auf die Wirkungsäquivalenz oder die Wirkungsästhetik von einem Text zu achten und dann eben Ausweichmanöver zu probieren, wenn ich eine Redewendung im Deutschen nicht eins zu eins ins Griechische übertragen kann und dafür aber an einer anderen Stelle eine Lösung suche und im besten Fall auch finde, die den gleichen Move, die gleiche Bewegung, eben die gleiche Spielregel an einer anderen Stelle vollführt. Ich glaube, dann rückt man schon sehr viel näher an das Original ran. Dann verbinden sich beide Texte auch viel stärker. Mhm. Und das Irritationsmoment, ich kann das nachvollziehen. Ich würde aber sagen, eben, das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung und auch das, also ich glaube nicht, dass jede Übertragung in eine andere Sprache unbedingt irgendwie Marker drin haben muss, dass es eine Übersetzung ist. Das muss nicht, für mich muss das nicht bei jedem Übertragungsprozess oder Übersetzungsprozess der Fall sein. Mhm. Ich sehe das auch so. Ich glaube, unter dem Meditationsmoment könnte man auch verstehen, dass einfach so die kleinen Elemente, die zeigen, dass das eben kein original deutscher Text in diesem Fall ist, dass die, dass das Original also nicht wirklich da zu Hause ist, dass das auch bewahrt werden muss, um auch ein bisschen das Exotische, also das Fremde, ne? Weil Übersetzung oder hat natürlich den Übergang zu markieren. Mhm. Also ja, genau. Dass ja. Der Text sozusagen gewandert ist von einem Sprachraum in den anderen. Wolfgang Kubin sagt, geht in Richtung Interpretation. Übersetzen heißt auch, das Unverständliche verständlich bzw. verständlicher machen. Das bedeutet in der Sprache von Heidegger entbergen. Hier bin ich ganz anderer Meinung. Also ich denke nicht, dass das der Übersetzer oder die Übersetzerin irgendetwas verständlicher machen soll oder erklären soll. Also ich finde, dass sowieso die Literatur keine Erklärungen braucht und wenn etwas im Originaltext zweideutig oder abstrakt oder komplex oder nicht sofort zugänglich scheint, ist das ein sehr wichtiges Merkmal des Textes und soll als solches behalten und in die andere Sprache übertragen werden. Also auch im Falle von kulturellen Besonderheiten, also von realen Informationen, die in einen Text einfließen können und die zum Beispiel mit der Geschichte eines Landes zu tun haben und die dem Lesepublikum dieses Landes zwar vertraut sind, aber dem Lesepublikum eines anderen Landes nicht bekannt sind. Also sollte man meiner Meinung nach vermeiden zu versuchen, sie im Text verständlicher zu machen. Also sollte man höchstens so eine Anmerkung oder eine Fußnote oder lieber eine Endnote hinzufügen und das wäre alles. Hier ein Text von Esther Kinski. Ich halte nicht viel von der Betonung der Rolle des Übersetzers als Brückenbauer und Kulturvermittler. Jede Übersetzung ist in erster Linie das Ergebnis eines Gestaltungsprozesses von Sprache als Material. Ein Prozess, in dem das Was hinter dem Wie zurücktritt. Also als ich das gelesen habe, da beim ersten Teil wieder volle Zustimmung. Also ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber ich muss bei Worten wie Brückenbauer oder Kulturvermittler, Kulturvermittlerin, Kulturvermittlung an sich, ich glaube, das gehört in einen Bereich der Sprache, die nicht in allererster Linie was mit Übersetzung zu tun hat, sondern möglicherweise eher mit Förderanträgen. Mhm. Und ich finde, also ich kann dem... Ich kann mit Brückenbauerin, Kulturvermittlerin allein schon, ich finde es allein schon deswegen seltsam, weil da ja quasi die Annahme dahinter steht, dass Texte und auch möglicherweise ganze Sprachen wie so feste Einheiten sind, die sich wie, meinetwegen, wie Schiffsladungen von einem Land ins nächste transportieren lassen. Und glaube unbedingt, dass es komplizierter ist und es ist eben komplizierter wegen dieses Wies, das Esther Kinski da auch erwähnt. Also sobald man den Übersetzungsprozess irgendeinen, jeden genauer betrachtet, fängt es an, sich aufzulösen, weil dann ist es so, dass zwei Autorinnen oder Autoren aus dem spanischsprachigen Raum schon völlig unterschiedliche Stimmen haben. Also und dem einen sagt die eine Stimme mehr und der anderen sagt die andere Stimme mehr. Insofern ist so dieses
dieses übergestülpte, groß angelegte Vorhaben von Kulturvermittlung wäre nicht meins, beziehungsweise bin ich, wenn ich übersetze und auch wenn ich übersetzt werde, mit so vielen Millionen von Details beschäftigt, die erstmal wichtiger sind als dieser große Überbau. Genau, das glaube ich, die Einordnung von Übersetzung als Wert an sich, das sollen andere beurteilen. Mhm. Ja. Und ich glaube, genau, also ja. Sie sagt ja auch noch ganz kurz, es ist ein Prozess, in dem das Was hinter dem Wie zurücktritt. Ich würde das jetzt nicht als Hierarchisierung betrachten, sondern ich glaube, dass man sich als Übersetzerin so sehr mit dem Wie beschäftigt, dass das Was automatisch im Schlepptau hinterherkommt. Also genau. Das wird super. Aber was man vorher wissen muss, 1. Scheiße und eiskalt. I used to be a lunatic from the gracious days. I used to feel woe begone in so restless nights. Annie Lennox, no more I love yous. In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend und griffig, im Wipfel wild, es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch, ich klebte mir eine Gans aus Pappmaché mit Flügeln und allem, dann holte ich tief Luft und stach zu. Es platzte, es stank, ich sank, ich ging aus, circa in der Mitte bin ich in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Mehr kann ich vorerst nicht anbieten. Ich sehe aus dem Fenster im Zug und die Kühe stehen alle gleich herum auf der Wiese. Wieso? Ich bin circa in der Mitte in zwei gebrochen und nicht wieder heil geworden. Circa in der Mitte bin ich auseinandergebrochen und nicht mehr zusammengewachsen. Und nicht wieder ganz geworden. Und ganz aus dem Leim gegangen. Und vollends auseinandergeflogen. Und weggeflogen. Und mir um die Ohren geflogen und Hören und Sehen sind mir vergangen und nahezu vollständig pulverisiert bin ich gewesen, ganz perdu bin ich gewesen, wirklich ganz schlecht beieinander bin ich gewesen und alles ist mir also abhanden gekommen und eins bin ich schon noch offiziell, sieht man ja, aber ich meine, naja, ein Unheil, ich weiß, aber mehr hab ich nicht im Tank, es tut mir leid, es klafft. Irgendwo im Ozon bin ich rumgeflogen, mit Flügeln und allem. Toll, 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 meine ich, also Wahnsinn. Es war ähnlich wie damals. Wie war das nochmal? Raumanzug, London, schlagartig. Es war so dunkel. Warte. Jetzt. Die vollends überschätzte Präsenz meines silbern schimmernden Raumanzugs schlagartig begreifend stehe ich, somehow verloren, an der monstergroßen Fensterfront vor dem Rollfeld in London, die vereinzelt blinkenden Lichter bestätigen, dass im Dunkel hinter mir schnarcht ein Scheich. Eine Flugschar Pelikane wäre gut jetzt, ein Sturz, die Andeutung eines Fortkommens, aber es bleibt Fahrt. Wie zur Überprüfung sehe ich auf meinen Schuh. Es ist wirklich nur einer. Es ist so traurig. Schnief. Also, der Sturz der Gans aus Pappmaché, wie der Sturz des Blicks auf den Schuh, wie der Sturz des Risses in die Raumanzugsschicht und dann gleich durch den ganzen Raum am Rollfeld, den ganzen Monster, großen Glaskasten, ach was, den ganzen Weltraum, der Riss durch die Ozonschicht, also das Rollfeld, das ganze Glas, die Lichter, diese Sekunden wie Sprünge in der Glasoberfläche, Sprünge ins Glas, bis in seine Mitte ein ästelndes Brechen, das anhält und sicher nicht, nie mehr wieder ganz wird. Und durch das Glas die Kühe. Mit der Richtung aller ihrer Köpfe. Wieso? Θα είναι τέλειο. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρεις από πριν. Ένα. Χάλια και ψόφος. Στις πιο ένδοξες μέρες μου υπήρξα αρκετά σεληνιασμένη και τρομερά ανήσυχη.
Στάκρα βροντερή και στέρεα, στην κορφή μου άγρια. Έξω βούιζε. Εγώ απολάμβανα και υπέφερα συγχρόνως, διαρκώς. Γελούσα άγαρμα. Μου έφτιαξα μια χήνα από παπιέ μασέ με φτερά και απ' όλα. Ύστερα πήρα μια βαθιά ανάσα και την τρύπησα. Έκανε μπαμ και έσκασε. Μετά βρώμαγε. Εγώ βούλιαξα. Έλειωσα. Περίπου στη μέση έσπασα στα δυο και δεν ξανά έστρωσα πια. Περισσότερα δεν έχω να προσφέρω προς το παρόν. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο στο τρένο και οι αγελάδες στέκονται παραταγμένες στο λιβάδι. Πώς και έτσι. Έσπασα στα δυο περίπου στη μέση και δεν ξανά έστρωσα. Και δεν ξανά έγινα πλήρης. Διαλύθηκα εντελώς και ξετινάχτηκα πλήρως και τεινάχτηκα πέρα και τα έφτισα και τα τίναξα και τα είδα όλα και κονιορτοποιήθηκα σχεδόν ολόκληρη. Ήμουν εντελώς φευγάτη. Πραγματικά δεν ήμουν καθόλου στα καλά μου. Και όλα τα έχασα μέσα από τα χέρια μου. Και ένα πράγμα είμαι ακόμα επισήμως. Κάνει μπαμ. Θέλω να πω τι να γίνει. Μια συμφορά. Το ξέρω. Αλλά περισσότερα δεν διαθέτει το κατάστημα. Λυπάμαι. Ρημάζει. Κάπου μέσα στο όζον πέταξα. Με φτερά και απ' όλα. Απίθανο, απίθανο, λέω. Σκέτη τρέλα. Ήταν περίπου όπως και τότε. Για θύμισέ μου. Διαστημική στολή, Λονδίνο, ξαφνικά. Ήταν τόσο σκοτεινά. Περίμενε. Τώρα. Αντιλαμβανόμενη ξαφνικά την εντελώς υπερεκτιμημένη παρουσία της ασημένιας αστραφτερίας διαστημικής μου στολής, στέκομαι κάπως χαμένη στην τεράστια τζαμαρία μπροστά από τον διάδρομο που προσγείωσε στο Λονδίνο. Τα μεμονωμένα φώτα που αναβοσβήνουν το επιβεβαιώνουν. Μέσα στο σκοτάδι πίσω μου προχαλίζει ένα ήχη. Ένα επτάμενος μήνος πελεκάνων θα ήταν ό,τι πρέπει τώρα. Μια πτώση, η ένδειξη ενός φεβιού. Αλλά η κατάσταση παραμένει ανιαρή. Για επαλήθευση κοιτάζω το παπούτσι μου. Είναι πράγματι μόνο ένα. Είναι τόσο θλιβερό. Σνιφ. Λοιπόν, η πτώση της χήνας από παπιέ μασέ, όπως η πτώση του βλέμματος πάνω στο παπούτσι, όπως η πτώση της σχισμής στην επιφάνεια της διαστημικής στολής, και ύστερα σε όλη την έκταση του διαδρόμου από προσγείωσης, σε όλο το τεράστιο γυάλινο κουτί, ναι, σε όλο το σύμπαν, η σχισμή μέσα στο στρώμα του όζοντος λοιπόν, ο διάδρομος από προσγείωσης, όλο το γυαλί, τα φώτα, αυτά τα δευτερόλεπτα σαν ρογμές στην επιφάνεια του γυαλιού, ρογμές στο γυαλί μέχρι το μέσον του, ένα σπάσμα που διακλαδίζεται και διαρκεί και σίγουρα δεν πρόκειται να ξανακολλήσει. Και μέσα από το γυαλί οι αγελάδες, με την κατεύθυνση όλων των κεφαλιών τους. Πώς και έτσι. Wir dachten, es ist vielleicht ganz schön, mal kurz in die Details reinzustippen, so eine Kurzvisite über manche Stellen, über die wir gestolpert sind oder die wir besonders fanden, wo man eben nach alternativen Lösungen suchen und Tricks knacken musste und so weiter. Genau, wir fangen an mit dem Anfang. Der erste Satz des Buches ist, das wird super. Aber was man vorher wissen muss, eins, scheiße und eiskalt. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Worte. Und innerhalb der ersten 12 Worte fällt schon super, danach fällt scheiße, danach fällt eiskalt. Mit einem Z hinten. Das heißt, es taucht unmittelbar in die Umgangssprache ein. Mit Scheiße noch mehr als mit Super. Es sind beides Worte, die man nicht unbedingt in einem vermeintlich größtenteils eher hochsprachigen, lyrischen Text erwartet. Und trotzdem kommt es eben auf die Feinheiten an, dabei die Entsprechungen im Griechischen zu suchen. Für Super und scheiße und eiskalt. Und genau, ich glaube, super, Marina, war relativ leicht, ne? Ja, also ich habe mich in diesem Fall also für das Wort telia, also das heißt perfekt eigentlich im Griechischen, entschieden, das aber genauso funktioniert, also in der Umgangssprache. Also man verwendet das sehr oft. Genau. Ja, also anders als perfekt. Zum Perfekt würde man ja im Deutschen ja nicht so oft, oder es ist nicht so landläufig und es ist auch, es ist eine Stufe unter perfekt sozusagen. Ja, ja. Das Wort haben wir gesucht. Ja, im Griechischen ist es in diesem Fall anders. Ja. Und dann hatten wir also dieses Scheiße, was auch also im Griechischen nicht unbedingt so übertragen könnte. Ich meine, das entsprechende Wort für Scheiße im Griechischen ist gerade, also benutzt man eigentlich nicht so sehr, also
für so eine Verwendung. Und deswegen also habe ich hier ein anderes Wort genommen, nämlich Haya. Und ich denke, ja, also das Schwierigste hier war dieses Eiskalt. Also diese, Moment, aber genau, das Schöne an Haya, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, das ist genauso wie Scheiße, sowohl Substantiv als auch Adverb sein kann. Ja, ja, sozusagen. Ja. Also das wird super, aber was man vorher wissen muss, eins, es wird jetzt erstmal Scheiße oder, also wie oft kann man das, wir hören jetzt auf, dieses Wort zu sagen, aber die zwei waren sozusagen einfache Volltreffer, die uns aber trotzdem gefreut haben und eiskalt war schwieriger. Ja, und eiskalt ist so ein Neologismus und ich hatte mir da überlegt, also was ich da machen könnte und irgendwie habe ich festgestellt, also, dass so mögliche Neologismen hier also nicht funktionieren würde. Deswegen habe ich mich für ein Wort entschieden, Schofus, also das hat auch etwas, es heißt eigentlich auch krepieren, aber als Substantiv. Aber zugleich, man benutzt es so in einer Redewendung, also kanik schofo, und in dieser Bedeutung ist es auch sehr nah zu eiskalt und es ist sehr kalt, also so in der Umgangssprache. Und was mir hier auch gefallen hat, also was so irgendwie mich überzeugt hat, also dieses Wort zu nehmen, also war diese Entsprechung irgendwie, also zwischen Chaya und Psophos, also sind beide so zweisilbige Wörter und auch dieses Chi und Psi auf Griechisch, also sind nah zueinander, so was jetzt den Klang betrifft. Und genau, was im Deutschen ja eigentlich fast die gleichen Klänge sind auch. Ja, ne? Ja. Eise, eiskalt, also ja. Ich wollte dieses kühle, scharfe. Ja. Und ich fand, als Marina mir erzählt hat, wortwörtlich bedeutet das krepieren, was ja schon sehr krass ist. Und trotzdem finde ich etwas Sterbendes oder Weggehendes, sich Verlierendes, Auseinanderbrechendes, findet sich im Text und auch in der Dunkelheit, in die man dann reinfällt, nach dieser Einleitung, so sehr wieder, dass ich es eben in dieser Mischung aus, es hat was Eiskaltes und es hat was Todesnahes, fand ich sehr, sehr eine tolle Lösung. Okay, also hier haben wir den Titel, Luna, Luna. Und dann lunar als Adjektiv, Maren. Genau. Das, also ich finde, dass eben das Schöne an Luna, Luna, es gehört quasi weder der deutschen Sprache noch der griechischen. Ich finde auch, es ist so wie so eine intermediale, zwischenweltliche Sprache. Ja. Es gibt eben Luna, vor allem die Luna, die weibliche im Deutschen nicht. Das ist der Mond im Deutschen. Es gibt die Luna auch nicht im Griechischen. Wie ist das griechische Wort für Mond? Also wir haben zwei Wörter, entweder Fegari, und das ist neutral, oder Selene. Und Selene ist tatsächlich weiblich. Und aus Selene gibt es also so etymologisch verbunden auch das Adjektiv Seleneas Mene, und das ist eigentlich das Wort, das ich im zweiten Fall benutzt habe. Also für Luna. Ja. Weil sonst, also ich könnte da nichts machen. Also Luna Luna ist, ja, wie du gesagt hast, so ein internationaler Begriff, und man versteht natürlich, also dass es um den Mond geht. Und Seleneas Mene hat auch so diese Bedeutung, also von irgendwie verrückt werden drin, was auch, wie ich verstanden habe, also für mich auch okay war. Also, genau, aus diesem Wort, im Prinzip kam ja der Titel bei mir aus dem englischen Songtext von No More I Love You von Annie Lennox, I Used to Be a Lunatic, und ich wollte unbedingt das Lunare, weil das auch wortwörtlich sehr viel näher am Wahnsinn ist. Ja. Insofern konnte man sozusagen am Titel nicht rütteln, mussten wir ja aber auch nicht, und für Lunar haben wir uns dann quasi für das Mondsüchtige entschieden. Ja. Genau, okay. Dann kommt jetzt, genau, nur weil ich gerade gesagt habe, sie sticht in diese Gans aus Pappmaché, sie redet dann weiter, sie redet weiter und weiter und sagt dann, ich klebte mir eine. Mhm. Das im Prinzip im Deutschen die exakte Wiederholung, also es ist, als würde sie, man meint, man könnte auch meinen, sie wiederholt jetzt einfach diesen Satz, und dadurch, dass sie ihn abbricht, wird daraus aber kriegt das semantisch eine ganz neue Bedeutung, weil ich klebte mir eine heißt, ich habe mir eine runtergehauen, ich habe mir selbst eine Ohrfeige gegeben. Ja, ja, ja.
Und das? Ja, also das war eine Stelle, also worüber wir so lange diskutiert haben. Und es war ziemlich problematisch, weil einerseits, also mit dem Kleben könnte ich also nicht einfach so was Ähnliches bauen. Also ich meine, ich habe mir so Unterschiedliches überlegt und so dir vorgeschlagen. Also ich könnte so einige Redewendungen nehmen, also eine Redewendung nehmen, also die irgendwie auch diese Bedeutung drin hat. Also es gibt zum Beispiel im Griechischen also so etwas, also jemanden auf die Wand kleben, also im Sinne, so jemanden entwaffnen oder so etwas, also in eine schwierige Position bringen. Aber doch, also haben wir uns dagegen entschieden, weil eigentlich wir auch ein Problem hatten, also mit diesem ersten Vers, also ich klebte mir ein, also mit diesem Dativ und mit dem Wort kleben, also kolla auf Griechisch, also würde das nicht so funktionieren. Also ich sollte dann sagen, ich klebte auf mich, kolischer Panomu. Und das meint mu kolischer. Und deswegen, ja, letztendlich habe ich ein anderes Wort genommen, also was etwas wie, also fjachno, wie basteln, fabrizieren oder einfach machen. Und du hast dann vorgeschlagen, also für die zweite Stelle könnten wir so was anderes wiederholen vom Text. Und genau, und zwar eben eine Stelle, es kommt ja eben auch immer auf die Anschlüsse im Text an, auch wenn es ein fragmentierter, kollagierter Text ist, kommt sehr stark auf ihren Gedankenstrom an und es folgt danach eben so eine Passage, wo sie sagt, wenn es mich verletzt, verletzt es mich, ich lasse es rein. Und diese Ohrfeige, die sie sich im Deutschen gibt, ist quasi das wortwörtliche, ich hau mir selbst eine runter und wenn es mich verletzt. Das heißt, es musste anschlussfähig sein und wir haben uns dann entschieden, eben etwas aus diesem sehr hypnotischen, in Loops vorschreitenden ersten Teil zu nehmen und zu sagen, einfach zu wiederholen, es stank, ich sank. Wobei, genau, das vielleicht noch als Abschluss, es steht noch eine Ente im Raum. Also genau, du hattest mal vorgeschlagen, dass man, wenn man die Gans durch eine Ente ersetzt, ja, das Vorteil für die Ente wäre, dass der Klang im Griechischen, also Papia ist die Ente im Griechischen, Ente, es ist sehr nah zu Papier Mache. Genau. Könnten wir da so etwas machen. Also wie. Und ich finde, ich hatte damals gesagt, mir ist es, ich habe auch damals schon gesagt, ich kann es nicht eins zu eins aufschlüsseln, mir ist die Ente aber als Tier an sich zu geduckt und zu klein und zu kurzbeinig, um für sowas, also eine Gans mit einem langen, eleganten Hals und einem relativ großen Körper kann ich mir mehr als so eine Pappmaché-Figur vorstellen, in die jemand reinsticht. Auf der anderen Seite, also eben, das ist eben die Schwierigkeit, dass sowohl quasi die Tiere als Metaphern mit allem, was sie so an, meinetwegen Gefühl, aber auch Assoziation mitbringen, auch an Physikalität einfach, wichtig sind. Und gleichzeitig ist es ein Text, der sich permanent aus der Sprache fortentwickelt. Und wenn es jetzt im Griechischen eben diese Option gibt, dass man durch den Gleichklang die Ente und das Pappmaché aneinander rücken kann, dann wäre es eben immer noch eine Überlegung, ob man dieses Tier nicht einfach austauscht. Aber das bleibt noch offen. So, jetzt bin ich da. Das war wirklich ein toller Einblick, weil man sieht tatsächlich, wie viel man ihn bei jedem Wort bedenken muss, wie viele Alternativen der Übersetzer dann oder die Übersetzerin hat und assoziativ weckt und vergegenwärtigt, um dann aber immer wieder zu sehen, ob die funktionieren. Es ist, ich nehme an, Marina, das ist jetzt noch auch ein offener Text, ne? Es ist noch nicht ein Endprodukt, also wir sind mitten in der Arbeit oder ihr seid mitten in der Arbeit und deshalb ist alles offen und kann wieder variiert werden, je nachdem, wie sich der ganze Text entwickelt, ne? Und das sind auch, das steckt auch immer in der Arbeit des Übersetzers. Ich wollte nur als Schlusswort für diese Veranstaltung einfach von euch hören, unübersetzbar, also Unmöglichkeit der Lyrikübersetzung.
Ist es für euch ein Begriff oder gibt es Dinge, an der, für, über die ihr denkt, dass es nicht geht oder dass, es, dass man das gar nicht anfassen sollte oder irgendwas in der Richtung? Marina? Ja. Also nein, würde ich sagen. Also, sehr schön. Wenn man den Begriff so allgemein verwendet, also wie man es oft tut, also im Sinne Lyrik ist unübersetzbar oder ein Text ist unübersetzbar, dann kann ich mit so einer Behauptung überhaupt nichts anfangen, finde ich sie als Haltung grundsätzlich falsch. Also natürlich kann es sein, wir haben sie ja auch in Beispielen gesehen, also dass ein Wort oder eine Redewendung oder ein Vers nicht eins zu eins übertragbar ist. Und natürlich ist man als Übersetzerin also ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert und normalerweise ist es so, also je besser oder komplexer oder experimenteller, innovativer und so weiter der Originaltext ist, also desto schwieriger wird die Arbeit des Übersetzers. Übersetzer. Mhm. Aber die Arbeit des Übersetzers besteht auch gerade darin, also kreativ mit den Schwierigkeiten umzugehen, also Lösungen zu finden und das kann manchmal natürlich auch anstrengend sein, aber für mich ist es auch ein großer Genuss.